Frau Bura, Sie sind im Theaterverein Rudo gewesen, haben diesen Theaterverein, so wie ich hier eben aus den Bildern erkennen konnte, maßgeblich mitgeprägt. Mitgeprägt, das heißt, Sie haben über längere Zeit oder so, wollen wir mal sagen, über die Zeit hin, in denen der Verein bestand, oftmals die Hauptrolle gespielt oder eine der Hauptrollen. Das sind sehr interessante Bilder, die Sie wie eben durchgeguckt haben, weil Sie auch recht aussagefreundlich sind und auch recht niedlich, muss ich mal so sagen, ja. Also ich will jetzt hier nicht schmieren oder Charmeur machen, aber es sind ganz niedliche Bilder bei. Sie hatten aber auch einen Kalender mitgebracht von 1989, einen Kalender, der deshalb bemerkenswert ist, weil er das alte Rudo darstellt. Wir haben hier auf dem ersten Bild den Bauernhof Voss. Ich will das mal ganz kurz mal vorlesen. Der Bauernhof des Landwirtes Voss, Neuköllner Straße 387, wurde im Jahre 1810 erbaut. Rechte Bildseite. Der Abriss erfolgte 1977. Heute steht dort eine moderne Feuerwache. Die Dorfkirche im Hintergrund befand sich noch im Wiederaufbau. Foto von 1953. Das ist ein sehr interessantes Foto. Naja, und dann kommt das nächste Foto. Da darf ich nochmal drauf eingehen. Es ist, Moment, jetzt muss ich mal ganz schnell mal Endstation lesen. der Ja, Straßenbahn die 47. Endstation. Ja. Das war die Endstation der Straßenbahn 47, ehe überhaupt ein Umbau erfolgte. Bis wann kann ich Ihnen nicht sagen, denn später kam nachher die 147, die bis nach Schönefeld gefahren ist. Jetzt will ich das mal nochmal vorlesen, das ist nämlich sehr interessant. Hier wird einiges aus der Zeit dargestellt, die wir alle nicht mehr kennen. Mit der elektrischen konnte man bis zum 1.10.1966 in die Stadt fahren. In die Stadt fahren, das war ja ein ganz gebräuchlicher Ausdruck für den zum Ruderer. Norden. Ich glaube, das ist die 47. Ich glaube, die fuhr bis nach Schönhausen oder so ungefähr, nicht? So ungefähr war das. Auf der linken Seite des Fotos sehen Sie den Kossetenhof. In den 20er Jahren gab es dort die Bäckerei Brandt, ab den 30er Jahren die Bäckerei Mills. Jetzt, ja. Heute steht dort der Supermarkt Reichelt. Rechts ist das Fahrradgeschäft Berger zu sehen. Also ein sehr, sehr interessantes Bild. Ja, so war's. Dann haben wir das Gasthaus Lindenpark. Wo war das genau? Das war in der früheren Benderstraße und daneben war das unser Kino. Wie lange kann ich nicht sagen. Das hieß das Rutulee. Und hier Die in dem Benderstraße heißt heute? Prirosser Straße, da wo der Markt heute noch ist. Und gerade rüber war denn noch ein Lokal und kann ich Ihnen aber jetzt den Namen nicht mehr nennen, wie sich dieses Lokal nannte, ja? Also die waren so gegenüber, beide Lokale. Und hier in diesem, im Lindenpark, hatten wir unsere Proben vom Theaterverein aus. Also für Sie persönlich eine ganz tolle Erinnerung an Ihre Theaterzeit. Ja, muss ich sagen. Das ist wieder Rudow, Endstation, wo die Ecke heute Reichelt ist, Bäume, alles sind weg und hier gerade rüber ist die Gastwirt Schütz oder wie sie damals hieß. Ja, kann das stimmen? Ja. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Moment, dann gehen wir mal drauf ein. Dieser Blick Richtung Dorfkern, weil das auf der Chaussee von der Spinne bot sich dem Betrachter noch im Jahre 1960, als dieses Foto entstand. Kein Mensch dachte damals an eine Verkehrsberuhigung oder eine Umgestaltung. Was gab es auch zu beruhigen? Autos gab es kaum und Geld zum Umgestalten hatte man nicht. Ja, wann die Straßenbahn oder wie lange die Straßenbahn gefahren ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber interessant ist, Sie sagten, das ist jetzt hier Gelände von Reichelt, Das ist ja? jetzt das Gelände, wo jetzt heute Reichelt steht. Also wo das Dann Reichelt müsste ist. hier ungefähr die Schule hinten Die sein. Schule, ja, die rote Schule. Früher hieß sie Hilfsschule, wie sie heute ist oder was sich heute hier ist. Sie. In dem anderen Bild, da sehen Sie noch, hier ist die Köpnicker Straße, die von dort ausgeht, direkt gerade rüber. Und hier ist die Straßenbahn lang gefahren, hier war dann eine Haltestelle und hier war dieses eine Lokal, auch ich weiß jetzt nicht den Namen, wie es sich heute nennt. Nicht? Und hier war, wo Sie Bilder von dem Theaterverein sehen, hier hatte der Albrecht
sein Gemüseladen. Ja, hier neben dieser Schule direkt. Ach ja, das ist interessant. Ein Kolonialwarenladen. Kolonialwarenladen, Drücke oder. Albrecht, also der Inhaber war Albrecht, der bei uns im Theaterverein war und der uns dann auch ausgeholfen hatte, wenn wir irgendwelche Garderobensachen brauchten für die Bühne, der uns denn die Sachen dahin gefahren hat, weil wir ja im Juliuspark unten gespielt haben. Der alte Krug mal ganz anders. Und zwar ist es wahrscheinlich neben dem Krug der Garten. Ja, da war ein Gartenlokal. Und das ist nachher aufgelöst worden, denn da sind heute die Geschäfte von Birkhölzer. Und gleich nach dem Krieg war denn hier ein Pelzgeschäft, Pelzgeschäft Hase. Das kam denn hierher und daneben war denn wohl Birkhölzer. Aber in welchem Jahr, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Trumpfeck. Ja, und hier war auf der Ecke, wo die Straßenbahn ihre Runde hatte, ihre Endstation, die 47, war denn diese kleine Trumpfecke. Und ja, bis wann? Fragezeichen. Wir haben hier eine Jahreszahl von 1925 bis 30. Kann die Aufnahme gemacht worden sein. Das heißt, dass das Trumpfeck schon lange, lange, lange vor dem Krieg gestanden hatte. Ja, und dann war ein Fahrradgeschäft, denn wir sind ja alle mit Fahrrad gefahren, haben unsere Fahrräder dort untergestellt. Wenn wir zur Stadt wollten, wer ein Fahrrad besaß, muss ich hinzufügen, es hat ja nicht jeder ein Fahrrad gehabt. Und dann konnten wir von dort aus, sind wir dann mit der Straßenbahn weitergefahren. Aber bis dahin hatten wir einen langen Anlaufweg, denn es hat ja nicht jeder daneben gleich gewohnt. Ich selbst hatte einen Anlaufweg von einer halben Stunde. Um jetzt in die Stadt zu kommen? Ja. Hier ist nochmal ein Bild, ein Ölbild. Ja. In der Straße, da war ein Milchgeschäft und die hatten auch Kühe. Und da gab es hier Milch, bis wann dieses, ich glaube, es steht heute noch, es steht unter Naturschutz. Ich weiß aber nicht, wie es heute aussieht, da ich 30 Jahre aus Rudo raus bin. Dann kann ich Ihnen verraten, da ist ein, ist das ein Jugoslawe drin, der das Lokal hat, das Gartenlokal? Da war früher ein Milchgeschäft. Lebensmittel. Früher die Bäckerei Luther. Am Ende der Bänderstraße, zu damaliger Zeit, heute Prirosser Straße, wo der Markt aufgehört hatte, da war auf der Ecke, war hier die Bäckerei Luther, auch eine alteingesessene Bäckerei, die von den Kindern denn übernommen wurde. Wer heute da drin ist, also entzieht sich meiner Kenntnis. Novak. Dann haben wir hier ein sehr altes Bild. Hier ist wieder das Lokal. Da haben wir auch mal ab und an gespielt, aber es wurde zu klein, da zu wenig Personen reingehen. Aber ab und an hatten wir gespielt, denn als die nachher den Juliuspark so ein bisschen hergerichtet haben und dann hieß es mit der Brauerei, dann waren wir schon so ziemlich am Ende, ja, weil wir uns auflösen oder weil wir aufgelöst und uns auflösen mussten, weil wir nicht mehr die Kräfte hatten, um die alle besetzt werden konnten für die Stücke, die wir spielen wollten. Und dann kam das Fernsehen und das war unser Untergang. Ja, das ist der Nachteil, wenn man Theater ehrenamtlich macht und Laienspiel macht und dann wird man oftmals überrollt, leider Gottes, denn ich glaube, mit Recht zu sagen, dass das für Sie eine sehr schöne Zeit war, oder? Es war eine sehr schöne Zeit und wir hatten immer irgendwie, wie kann man sagen, also Freude hatten wir vor allen Dingen am Spielen, alle, die da mitgespielt haben. Und denn wir wollten ja allen anderen, also dem, die da dorthin gekommen sind, um sich das anzusehen, Freude machen. Und wir haben davon leider oder Gott sei Dank keinen Profit getragen, im Gegenteil, wir haben unser alles, also wir haben alles alleine bezahlt, es kam dabei nicht groß raus, gerade dass wir alles gerade so geregelt gekriegt haben. Also es ist nicht groß was übrig geblieben. Denn es musste für die Kulisse gesorgt werden, es für Garderoben und alles. Und das kam alles aus eigener Tasche. Also aus Initiative und aus Freude, anderen Freude zu machen.
Wenn man heute bedenkt, dass die Theater in den letzten Jahrzehnten, die öffentlichen Theater und auch die teilweise die Privattheater subventioniert wurden und ihnen das Geld gegeben wurde, um die Dinge zu erledigen, die sie ehrenamtlich zusammengeschustert haben, wenn ich das mal sagen darf, dann ist das doch erstaunlich, dass sie eine Arbeit geleistet haben, die doch bemerkenswert ist. Ja, also voller Freude und voller Lust haben wir das gemacht. Haben wir hier noch ein Bild von der Köpnicker Straße, von einem Bauernhof? Das ist der Grabert, ne? Ja, Grabert. Der war auch Ecke Benderstraße, der Bauer Grabert, heute Prirosser Straße, gerade rüber, wo die Kirche ist, oder die heute noch steht. Aber alle Bauern sind ja heute aus Rudow verschwunden. Und die haben sich meist, so nach meiner Kenntnis nach, alle zum Harz runterverzogen, nach Bad Sachsa. Naja, bloß denn die Nachfahren werden es dann auch nicht mehr wissen. Gehe ich mal von aus. Die sind alle aus Rudow raus, die ganzen Bauern, denn die haben ja ihre Länder verkauft und dort stehen heute ja die Neubauten, wo sie alle diese Neubauten hier, wo Felder waren. Jetzt haben wir hier noch ein sehr interessantes Bild über die Prirosser Straße. Benderstraße damals. Mhm. Auch Ende der Prirosser, also Ende der Benderstraße, da war auch ein Bauernhof. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht den Namen. Und zum Schluss kommt jetzt noch eins, der Grobe Gottlieb. Der Grobe Gottlieb war der ehemalige Chef, bis wann kann ich auch nicht sagen. Der hatte gerade rüber hier von der alten Schule, von der roten Schule hier, war der Inhaber diesem Lokal oder Kneipe, wie man das früher nannte. Also der gute Mann hieß Fritz Grötchen. Ja, und hatte gelebt von 1889 bis 1937. Also ich kannte ihn nicht, denn ich bin erst 1938 nach Rudow gezogen, mit meinen Eltern zusammen natürlich. Und so wie ich jetzt hier daraus lesen konnte, hat er das Horn geblasen, wenn die Freiwillige Feuerwehr ausrücken musste. Entzieht sich meiner Kenntnis. Mhm. Bedanke mich recht herzlich. Bitte. So, und gleich loslegen. Die ehemalige Feuerwehr, die war im Anschluss an das Eisenwarengeschäft. Das war auch ein alteingesessenes Geschäft von der Familie Schmidt. Und daneben war dann ein kleiner Park und daneben direkt die Freiwillige Feuerwehr. Denn wir hatten ja zu damaliger Zeit nur eine Freiwillige Feuerwehr, die ja wohl heute in der Neuköllner Straße, ja, oder ich weiß nicht, wo sie heute ist. Also sie ist in Alt-Rudow und ist auch heute noch eine Freiwillige Feuerwehr. Ach, heute auch noch eine Freiwillige, das wusste ich nicht. Jedenfalls, die war damals auch und wie das so war, das, wir hatten ja nicht so viele Autos, dass so viele Unfälle passiert sind. Waren ja meistens dann auch mehr oder weniger Brandunfälle. Außerdem, ja. Ja, ja, da sollte man vielleicht noch eins hinzufügen. Also Rudow hat noch eine Freiwillige Feuerwache und Lichtenrade. Und die anderen dann, glaube ich, sind alle staatliche. Ach so, ja, das entzieht sich meiner Kenntnis. Bedanke mich.